Anfang April des Jahres 2021 soll es zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC ein weiteres Berlin-Derby in Köpenick geben. Bereits Wochen vor dem Spiel gehen die gegenseitigen Scharmützel in Form von übermalten Graffitis oder kleinen Abfangbesuchen, um neues Material zu ergattern, wie gewohnt los. Auch Züge werden vor allem seitens der Gruppe Hauptstadtmafia 03 in den Tagen vor dem Derby massenweise in Richtung Ost-Berlin geschickt. So soll auch an einem kühlen Samstagmorgen rund zwei Wochen vor dem direkten Duell ein weiterer Train in Richtung Köpenick geschickt werden. Genauer gesagt wird der Zug seitens Berlin-Blau extra auf die bekannte S3 S-Bahn-Route geleitet, sodass er unmittelbar über Köpenick fährt. Doch das soll nicht das einzige Geschenk der Hertha-Ultras in Richtung der FCU-Fans an diesem Tag sein. Da die Herthaner offenbar damit rechnen, dass der Zug so schnell wie möglich von Berlin-Rot in ihrem eigenen Gebiet wieder bereinigt wird, setzt sich am Abend in die besagte S-Bahn eine sportliche Abordnung aus West-Berlin und fährt mit der besprühten Bahn in Richtung Erkner. Da in Köpenick bereits die Drähte hinsichtlich der Beseitigung des BSC-Graffitis auf dem Zug mit der Aufschrift "In Berlin nur Hertha" heiß laufen, machen sich einige Unioner auf den Weg zu einem Bahnhof ganz in der Nähe von Köpenick. Genauer gesagt handelt es sich dabei um den S-Bahnhof Hirschgarten, der nur eine Station hinter Köpenick liegt und zu jeglichen Tageszeiten von Passanten wenig frequentiert wird. Offenbar bekommt man im Lager Union aber auch Wind von den in der S-Bahn anwesenden Hertha-Sportlern, sodass sich gegen kurz nach 20 Uhr ein ordentlicher Haufen Union-Fans an besagtem Bahnhof Hirschgarten einfindet. Nachdem die S-Bahn gegen 20.30 Uhr einfährt, machen sich die ersten Unioner direkt an das Hertha-Graffiti und crossen dies mit roten Terrorlines. Hertha realisiert dies schnell und steigt darauf aus dem Zug, um die Unioner zu erwischen. Anscheinend rechnen die motivierten West-Berliner zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mit der Anwesenheit weiterer 40 Union-Fans, die nun aus der Bahnhofsunterführung auf den Gleis gerannt kommen, worauf sich tumultartige Szenen entwickeln. Gegenstände fliegen hin und her und auch Feuerlöscher kommen zum Einsatz, während normale Passanten in der Bahn sitzen und überhaupt nicht wissen, was hier los ist. Nachdem Union in einigen 1-gegen-1 Gefechten leichte Vorteile für sich auf dem Gleis herausschlagen kann, wird die Szenerie nach gut und gerne 2 Minuten abgebrochen, sodass beide Parteien die Flucht aufgrund von heranbrausenden Beamten ergreifen. Wie durch ein Wunder kann die Polizei Berlin im Anschluss keinen einzigen Täter ermitteln oder noch im Tatortumkreis feststellen. Das sollte nur einer von vielen Nadelstichen im Voraus der Berliner Derbys sein, die vor allem seit dem Aufstieg Unions ins Fußball-Oberhaus wieder deutlich an Brisanz gewonnen haben. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.